Kräfte der Feuerwehren aus Freudenberg mussten am Dienstagnachmittag gegen 17.10 Uhr zu einem Brand ausrücken. Gemeldet war ein Zimmerbrand in Oberhäuslingen in der Straße zum Berge. Die Hausbesitzer selber hatten die Feuerwehr über Notruf angerufen. Der Wohnungsinhaber war nicht vor Ort. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach zu erkennen. Eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Ein Innenangriff mit einem C-Rohr vorgenommen von einem Trupp unter Atemschutz brachte den schnellen Erfolg. Das Feuer in der Einraumwohnung war schnell gelöscht. Einzelne Brandnester wurden mit einem sogenannten Löschnagel abgelöscht. Dieser sprüht einen feinen Wassernebel gezielt in die Brandnester. Der mögliche Wasserschaden wird so auf ein Minimum reduziert. Die Kräfte der Feuerwehr konnten aus der Wohnung zwei Katzen retten. Nachbarn kümmerten sich liebevoll um die verängstigten Tiere. Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine genauen Angaben. Ein technischer Defekt könnte die Ursache gewesen sein. Laut ersten Angaben wird der Sachschaden auf rund 60.000 Euro geschätzt.